Liebe Erfurter, liebe Thüringer, lieber Björn Höcke, das ist für einen Brandenburger ein eindrucksvolles und schönes Bild, was Sie hier abgeben. Es ist ein Bild des Protestes gegen eine Politik, die Volk und Staat gefährden. Und da hat Björn Höcke völlig recht. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir machen weiter! Wir machen weiter! Hier steht das Volk von Thüringen und protestiert, bekundet sein Nein gegen eine Auflösung in einem Strom fremder Menschen. Wir wollen unser Land und unsere Heimat behalten. Frau Merkel hat alle eingeladen und nun kommen alle. Und wenn ich in der Situation dieser Flüchtlinge wäre, würde ich das auch machen. Frau Merkel hat aber unsere Interessen wahrzunehmen und nicht die Interessen fremder Menschen. Wir schaffen das, sagt Frau Merkel. Nein, wir wollen das gar nicht schaffen. Der ungarische Ministerpräsident Orban hat gesagt, wir Ungarn haben 1000 Jahre als Ungarn gelebt. Und wir wollen, dass auch in den nächsten 1000 Jahren, dass das so bleibt. Jawohl! So denken Polen, Tschechen, Letten, Litauer, Esten, Briten und Franzosen. Jawohl! Und Deutschland! Sie wollen ihre Länder so behalten, wie sie die Geschichte geschaffen hat. Und wir sind das Volk! Herr Gatz hat gesagt, wir wollen unser Land und unsere Heimat ebenfalls behalten. Wir wollen uns nicht anpassen. Wer zu uns kommt, muss sich unserer Lebensweise anpassen. Liebe Freunde, Jürgen Trittin sagt, Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr und das finde ich großartig. Pfui Teufel! Migranten. Das ist alles, was die Grünen vom deutschen Volk halten. Abschieben! Abschieben! Wir wollen unser Land und unsere Heimat behalten. Und wenn Frau Merkel etwas anderes will, dann kann ich ihr nur mit Bert Brecht zurufen, sich ein anderes Volk zu suchen. Jawohl! Unsere nicht mehr. Liebe Freunde, die Regierenden haben eine Katastrophe verschuldet. Frau Merkel holt die Flüchtlinge
Die Länder schieben nicht ab. Wie viel sind denn in Thüringen abgeschoben worden? Und wenn es dann hochkommt, werden wir 1,5 Millionen Flüchtlinge haben, von denen maximal nach allen Regeln des Asylrechts und der Genfer Konvention 20% überhaupt einen Schutzanspruch haben. Alle 80% müssen das Land so schnell wie möglich verlassen. Und abschieben! 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 Und wir müssen mit dem Druck der Straße dafür sorgen, dass diese Abschiebungen endlich durchgeführt werden. Jawohl! Es ist vorhin schon gesagt worden, was wir inzwischen erleben, ob in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen oder in Baden-Württemberg. Massenschlägereien in Massenunterkünften, Brutstätten der Gewalt, Angriffe auf die Polizei und Agenten des ISS. Und statt dem entgegenzuwirken, gibt es jetzt erste Enteignungen in der Bundesrepublik. Es werden Menschen gekündigt, die in Wohnungen leben, die jetzt Flüchtlingen zugewiesen werden. Aber es gibt auch Menschen, die das wohl für richtig halten. Die deutschen Unternehmerverbände nennen diese Flüchtlinge einen Segen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Was sind das für Unternehmer, die jetzt billige Arbeitskräfte haben wollen und die dann der Gesellschaft und dem Staat diese Menschen vor die Tür kippen, wenn sie nichts mehr mit ihnen anfangen können? Lupe back. 90% dieser Menschen, so sagt Frau Merkel, haben keine Qualifikation und in diesem Lande keine Chance. Und trotzdem werden sie hier aufgenommen. Hui! Liebe Freunde, was ist das für ein Irrsinn? Und jetzt komme ich auf ein anderes Thema. Ich habe hier schon das Schild gesehen, das sich gegen Amerika richtete. Und das ist in diesem Zusammenhang leider richtig. Ein Irrsinn. Wir haben in Afghanistan unsere Soldaten hingeschickt. Sie haben zum Teil ihr Leben verloren. Und jetzt kommen die Afghanen zu uns, weil nichts erledigt worden ist. Und weil unsere Soldaten wieder abziehen mussten, völlig zu Recht, weil dieses Land nicht zu stabilisieren ist und wir sollen jetzt auch noch die Flüchtlinge aufnehmen. Afghanistan ist eine einzige Pleite, die amerikanische Politik verschuldet hat. Jawohl! Und ist es nicht ein trostloses Zeichen für den absoluten Irrsinn dieser Politik, dass nun Kunduz wieder in die Hände der Taliban gefallen ist? Wie kann man eine solche Politik rational und vernünftig nennen? Ich nenne sie unvernünftig und glatten Irrsinn. Wir Deutschen sind für die Destabilisierung des Nahen Ostens nicht verantwortlich. Genau!
Ich glaube es, man kann auch bei einer solchen Demonstration und Kundgebungen einen Mann loben, der als Bundeskanzler verhindert hat, dass wir in den zweiten Irakkrieg gezogen worden sind. Gerhard Schröder hatte recht, auch wenn er Sozialdemokrat ist. Der zweite Irakkrieg hat nichts gebracht in der Stabilisierung des Nahen Ostens. Er hat genau das hervorgerufen, was wir jetzt haben, Terror und Flüchtlingsströme. Und, liebe Freunde, die USA wollten den Terrorismus bekämpfen und haben den Terrorismus groß gemacht. Jetzt strömen die Flüchtlinge nach Deutschland und Europa, obwohl Amerika dafür verantwortlich ist und sie alle aufnehmen müsste. Liebe Freunde, und deswegen stehen wir ja auch hier, wir müssen uns selber helfen. Es hilft uns niemand. Wir müssen wo auch immer auf die Straße gehen und wir müssen unsere Grenzen dicht machen. Und wer sich uns anschließt, der ist herzlich willkommen. Lassen Sie sich nicht einreden, dass Mauern keinen Sinn haben. Die Grenze zwischen Mexiko und den USA funktioniert auch. Und in Nordafrika zwischen Ceuta und Melilla und Spanien können Sie auch sehen, dass Flüchtlinge abgewiesen werden. Es ist völliger Unsinn zu behaupten, damit könne man das Problem nicht lösen. Ich bin Herrn Orban dankbar, dass er die Grenze zu Serbien zumacht. Natürlich können Sie nicht jeden Flüchtling mit einer Mauer abhalten. Das ist völlig klar. Aber Sie können den Strom in einer Weise verringern, dass man wieder prüfen kann, wer zu uns kommt und dass selbst der Geheimdienst dann mal wieder in der Lage ist, festzustellen, ob ISS-Agenten bei diesen Flüchtlingen dabei sind. Also, Grenzen dicht machen. Abschieben! Sie haben völlig recht. Abschieben! Und dann hat mein Freund Björn Hecke etwas gesagt, was völlig richtig ist. Das Asylrecht ist 1949 für keine Völkerwanderung geschaffen worden, sondern für einzelne Menschen, die in politischer Not waren. Das, was heute passiert, hat mit Asyl und Asylrecht nichts mehr zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir zu den europäischen Regeln zurückkehren. Denn nur das deutsche Recht kennt einen subjektiven Rechtsanspruch auf Asyl. Kein anderes Recht kennt das. Weder in Kanada, noch in den USA, noch in Großbritannien, noch in Australien. Die Australier lassen die Menschen nicht mal mehr auf ihrem Kontinent. Also, weg mit dem Asylrecht, Grenzen zu und dann wirklich die Menschen, die wir hier haben wollen, integrieren. Und die anderen auf jeden Fall abschieben. Und ich schließe mich dem an, was Björn Höcke schon gesagt hat zum Abschluss. Es wird Zeit, dass wir das Schicksal des deutschen Volkes, damit wir ein deutsches Volk bleiben, aus den Händen dieser Bundeskanzlerin nehmen. Sie hat kein Recht mehr. Sie möge sich ein anderes Volk suchen, wie es Bert Brecht gesagt hat. Dankeschön.